Hallo Sportsfreunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Rhönfried Insight. Heute bin ich zu Gast bei Robert Maas. Er reist in der RV Löber Oberlausitz im Regionalverband 502. Er hat gerade im Jahr 2022 eine überragende Saison gespielt. Auf Verbandsebene wird er zweiter Meister der Brieftaube, erster RV-Meister des Verbandes. Er belegt den ersten Platz bei Aktion Mensch und wird darüber hinaus noch erster Sachsenmeister. Ich freue mich heute auf ein interessantes Gespräch, auf einen interessanten Züchter mit Sicherheit sehr guten Tauben, die allein im Jahr 2022 über 70% Reiseleistung fliegen konnte. Wie immer hoffe ich natürlich auch, dass wir einige Tricks erfahren werden, damit auch wir im Jahr 2023 mit unseren Tauben davon profitieren können. Ich wünsche allen viel Spaß bei der neuen Folge mit Robert Maas. Ja, hallo liebe Sportfreunde. Ich freue mich halt auch auf einen schönen Tag und bin auf die Fragen gespannt, die Stefan mir stellen wird. Und ja, gebe mir große Mühe, die auch ordentlich zu beantworten, dass ihr euch auch was mitnehmen könnt. Ja, Robert, auch ich sage natürlich erstmal herzlichen Dank. Danke für den netten Empfang von dir und deiner Frau. Frühstück war sehr lecker. Robert, hier stehen wir schon direkt vor deiner Schlaganlage. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir fangen mal ganz entspannt an. Zeig mir einfach mal von außen die Schläge und welche das sind, wo was gespielt wird, okay? Genau. Ja, lass uns mal rechts anfangen. Robert, zu welcher Richtung ist denn der Reiseschlag ausgerichtet? Also Südost. Zum Südosten, ja? Hier ist Osten, hier ist Süden, ja, so ein bisschen. Und es ist so Südost hier. Okay. Und aus welcher Richtung müssen deine Tauben kommen, wenn sie früh kommen? Wenn sie vom Flug kommen? Also ja. Direkt aus Ost eigentlich. Wir haben die Ostrichtung und wenn sie von dort kommen, weiß ich... Du bist früh dabei. Ich bin früh dabei, genau. So, Robert, jetzt hast du uns die Schläge mal von außen gezeigt. Ja. Jetzt wollen wir mal in die Schläge gehen, uns mal die Taubenschläge von innen anschauen, mal ein paar Tauben anschauen, wie das alles bei dir funktioniert und vor allen Dingen mal schauen, warum es so gut funktioniert. Ja, ja, dann lass uns gerne gucken. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal im Witwerschlag an, okay? Ja, geh mal rein. So, hier sehe ich schon direkt die erste Besonderheit. Was haben wir hier? Eine Zeitschaltuhr. Okay. Ja. Ist das mit Heizung oder nur für Licht? Also ich habe auch Heizung auf dem Schlag. Also auf dem Reiseschlag und auf dem Witwerschlag habe ich eine Heizung. Aber der Dimmer, die Zeitschaltuhr hier, die ist nur für Licht. Okay. Arbeitest du mit Licht im Reiseschlag, also während der Saison? Nee, gar nicht. Das ist dann wirklich nur mal zum Füttern. Ja, gerade im Winter dann, wenn ich von der Arbeit komme und es ist dunkel, dann schalte ich es an und dann soll es halt nach einer Stunde ausgehen. Also ist aber sehr praktisch, genau. Also ich habe eigentlich fast überall Zeitschaltuhr, also bei den Jungen, hier ist ja für die Jungen, dort nutze ich es dann auch intensiv für die Reise. Aber bei dem Witwerschlag jetzt hier ist es dann wirklich nur zum Füttern oder... Und das sind die Heizplatten, ja? Das sind die Heizplatten, die benutzt genau. Du auch, ja? Ja, ich benutze sie, aber nicht während der Reise für die Form oder so, sondern wenn dann nur im Frühjahr für die Anpaarung oder vor der Reise, wenn wir dann so nasskaltes Wetter haben, einfach auf dem, das ist ein Gartenschlag und jetzt immer ein bisschen Nässe mit drauf und da kriege ich den Schlag schön trocken, also das funktioniert ganz gut. Das ist der ganze Reiseschlag der Reisevögel, ja, Robert? Ja, genau. Also das ist alles. Das ist ja überschaubar, sage ich mal. Ja, also Sitzregal mit 16 Zellen und ich nenne es immer gerne Notzellen, weil man doch immer ja ein paar Tauben noch drüber lässt. Hier noch zwei Zellen, aber
Ja, das Perlen fühlte sich dort besonders wohl. Ich habe eigentlich hier noch eine Zelle, aber die wollten unbedingt dort. Da habe ich dann halt die Kiste hingestellt und die fühlen sich dort wohl. Ja. Robert, dann fangen wir einfach mal mit der Belüftung an. Wie funktioniert denn hier in deinem Reiseschlag die Belüftung? Also letztendlich über die Fenster. Ich habe auf fast allen Schlägen diese Lochbleche und ja, muss auch sagen, die kann ich sehr empfehlen. Hier wird die Luft gebrochen, aber es kommt trotzdem noch ausreichend Luft durch. Ich hatte früher auch diese Windschutznetze, aber da kam mir einfach zu wenig Luft durch. Da war keine Bewegung auf dem Schlag. Okay. Und durch diese Bleche funktioniert das ganz gut. Die Luft wird dann, also die schlechte Luft geht dann nach oben weg und wird dann halt über den Zirsten hauptsächlich. Nach oben, da geht sie raus, ne? Ja, genau. Aber es ist hier schon eine gute Bewegung drauf, was die Luft angeht, ne? Ja, ja. Ja, ich habe ja auch noch eine Querlüftung, also vorne im Giebel und auf der anderen Seite ist eine kleine Öffnung und da zieht die Luft dann auch nochmal durch. Ah, das merkt man aber schon hier, ne, finde ich. Ja, na, auch jetzt haben wir die Tür offen, vorne die Tür, da kommt dann viel Luft drauf. Wenn die zu ist, dann ist es völlig in Ordnung. Also man merkt schon, es ist ein Austausch da, aber es zieht dann nicht. Ah, okay. Und was ist das da für eine Lampe noch, die runde, die da hängt? Ist das nochmal eine andere Lampe oder? Ja, das ist eigentlich die ursprüngliche Lampe gewesen, bevor ich die Zeitschaltuhr hatte. Die funktioniert auch noch, aber... Ja, brauchst du ja nicht, ne? Und die Heizung während der Reise benutzt du gar nicht, ja? Oder auch nicht, nee, dass sie angeht automatisch, wie es ja viele machen, nee. Luftfeuchtigkeit? Nee, also nur, wie gesagt, wenn jetzt das Wetter im Frühjahr zu nasskalt ist, dann mache ich sie mal an, dass es einfach ein bisschen angenehmer auf dem Schlag ist. Sehe ich hier, du hast ja Roste. Wie oft im Jahr machst du hier unten sauber? Zweimal. Zweimal im Jahr? Ja, also ich mache einmal direkt vor der Reise sauber, eine richtige Grundreinigung, wo ich dann alles auswasche, also die Roste werden rausgenommen, Fußboden wird ausgeschrubbt, die Zellen. Wir sehen das dann auch mal bei den Weibchen, da habe ich das jetzt gerade gemacht. Und dann nach der Mause wird das zweite Mal sauber gemacht. Ansonsten bleibt das immer so. Also einmal vor der Reise und einmal nach der Mause. Ah, okay. Hast du die jetzt gerade angepaart? Die sind jetzt gerade verpaart, genau. So seit wann? Seit dem 18. Februar, also jetzt seit 6 Tagen. Ziehst du Junge jetzt mit den Reisetauben? Nee. Schon seit 2-3 Jahren jetzt nicht mehr. Ich hatte vorher Junge gezogen, habe aber bei der Reise keinen Unterschied festgestellt und mir sind dann einfach zu viele Tauben hier drauf. Also es ist, wie gesagt, 18 Paare habe ich jetzt hier drauf, das sind 36 Tauben, das ist schon grenzwertig. Und wenn die jetzt auch noch Junge ziehen würden, dann denke ich, habe ich dann ganz schnell auch Probleme mit Krankheiten hier drauf und das möchte ich nicht. Also ich mache trockene Witwerschaft. Wie lange lässt du die Eier liegen jetzt beim ersten Mal beim Anpaaren? 6 Tage. Ah, okay. Genau, also nach 6 Tagen wird alles getrennt. Wenn jetzt die Taube 3 Tage gebrütet hat oder 2 oder wie auch immer, das ist egal. Wenn die ersten 6 Tage gebrütet haben, dann werden die Weibchen runtergenommen. Also machst du das, wenn die erste Taube legt? Ja. Von da an 6 Tage? Ja. Passiert auch schon mal, dass ein Pärchen zum Beispiel nicht legt? Ja, kann auch passieren. Weil jährige Weibchen sich vielleicht manchmal ein bisschen schwerer tun. Genau. Ja, das kann auch. Aber dann haben die auch kein Ei dran. Du legst auch keine Gipseier dran dazu. Nee. Also die werden dann auch ein zweites Mal nochmal angebracht. Ah, okay. Wann dann? Anfang April, also meistens so 5. April. Ja. Und da haben sie dann auch nochmal die Möglichkeit, noch ein Ei zu legen. Und das klappt ja dann meistens auch besser. Die Tage sind länger, es ist wärmer. Das funktioniert dann in der Regel sehr gut. Und dann aber das Gleiche nach 6 Tagen wird dann auch wieder getrennt, alles abgeräumt. Ich möchte nie, dass sie erst in den Brutrhythmus reinkommen. Wie machst du das denn zum Beispiel, wenn du die jungen Vögel hier drauf setzt? Nimmst du die alten Vögel runter, damit die sich eine Zelle suchen können? Oder wie machst du das, dass die Zellen sicherer werden? Oder überhaupt eine Zelle sich nehmen? Hast du da ein besonderes System? Nee. Also es ist recht unkompliziert. Ich setze die Vögel wirklich drauf. Ich setze genauso viele Vögel drauf, wie ich Zellen habe. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut, weil die können eigentlich fast nirgends anders sitzen. Hier ist ja alles auch sehr beengt. Und dann sitzen die wirklich in der Zelle und ja, finden dann auch schnell für sich eine Zelle und habe da auch relativ wenig Probleme.
dass jetzt ein alter Vogel mal in eine andere Zelle geht. Ah, okay. Weil ja dort, wie gesagt, die Tauben können ja nur in der Zelle sitzen. Das ist ja kaum eine andere Möglichkeit. Also du hast wenig Vögel dabei, alte Vögel, die dann auf einmal zwei oder drei Zellen behaupten. Genau, ja? Nee, das hab ich wirklich wenig. Mhm. Wie ist das Verhältnis in diesem Jahr, wenn du sagst, du hast 18 Vögel zum Reisen? Wie viele Jährige und wie viele Alte hast du jetzt dabei? Ich habe meistens ein Drittel Alte und zwei Drittel Jährige. Also ungefähr. Also dieses Jahr müsste es so sein, sieben mehrjährige Tauben und das wären dann 11-jährige Vögel. Was haben wir denn da unten für eine Klappe? Da geht es zur Voliere raus, ja? Ja, genau. Okay. Ist sie während der Reise auf oder zu? Bei den Vögeln ist sie nur... Nee, bei den Vögeln ist sie die Woche über immer geschlossen. Nur zum Baden lässt sie ja noch. Nur zum Baden, das mache ich am Einsatztag. Also am Samstag ist für uns Einsatztag, da dürfen sie früh baden. Und ansonsten ist während der Woche immer geschlossen. Jetzt sehe ich ja, hier ist wahrscheinlich der Ausflug. Genau. Ist der während der Reise auch geöffnet oder geschlossen? Nee, auch geschlossen. Also immer geschlossen, ja? Ja, genau. Ah, hier ist auch noch eine Notzelle. Sind da auch welche drin? Ja. Ja, also eigentlich sind das beides die Notzellen. Ja, da ist auch eine Notzelle, oder? Genau, und das war jetzt wirklich nur, die wollten gerne diesen Platz hier haben und da bin ich einfach auf die Taube eingegangen. Jetzt habe ich es auch verstanden, weil das sind ja nur 16 Zellen. Ich hatte gerade nicht gezählt gehabt, alles klar. Und die ist zu sozusagen, die wollten die. Ah, okay. Ah, dann hast du die auch da gelassen dann, oder? Ja, die sind dort gelassen, genau. Ah. Ja, ist vielleicht ein bisschen gut für die Motivation der Tauben. Ja, und du als handwerklich begabter Mann hast ja so eine Kiste schnell gezimmert, ja, oder? Ja, stimmt. Ja, das war okay. Ah, hier ist auch noch ein Fenster. Das sind zwei Fenster in dem kleinen Schlag. Also da kommt der Luft definitiv genug rein, ne? Aber wie gesagt, es wird wirklich durch die Bleche sehr gut gebrochen. Also das, okay. Also man merkt, wenn du die Hand davor hältst, es kommt Luft durch, aber es zieht jetzt nicht. Nee, das stimmt, das merkt man gar nicht. Ja, dass die Tauben auch von beiden Seiten bringen können. Weil oftmals ist ja auch, dass Vögel dann so einen Platz auch behaupten wollen. Da gibt es Streitereien und dann lassen sie die anderen Tauben nicht saufen. Und so können sie wirklich von beiden. Und wenn jetzt wirklich mal Streitereien sind, auf dem Trog verlieren sie auch schnell das Gleichgewicht. Fallen sie eher, ja. Genau, ja. Ja, da muss ich sagen, hatte ich bei Wolfgang Röber gesehen. Da war ich vor vielen Jahren mal zu Besuch. Und ja, es gefiel mir ganz gut. Und da hatte ich das dann auch so für mich übernommen und bin jetzt da... Ja, seit vielen Jahren mache ich das so und sehr zufrieden. Robert, wie hältst du den Schlag denn so sauber, dass er so staubfrei ist? Na, zum einen funktioniert natürlich die Belüftung. Also man kennt das ja, dass man manchmal in Schlägen ist, dann kann man so anfassen und alles ist weiß. Da muss man sich schon Gedanken machen. Warst du in meinem Schlag gewesen oder was? Nee. Also da glaube ich, sollte man sich schon über die Belüftung Gedanken machen. Ansonsten ist natürlich, der Staub geht nach oben weg und sammelt sich aber hier hinten sozusagen auf der Ablage. Ja, und dann mache ich es dann so, dass ich einmal im Jahr mit dem Staubsauger wirklich hochgehe. Also ich mache die Gitterroste, schraube ich ab. Die werden richtig mit dem Kercher gereinigt und oben der ganze Dachraum wird mit dem Staubsauger ausgesaugt. Und ja, da sammelt sich jedes Jahr eine ordentliche Schicht Staub an. Und dann kriegst du da oben rum? Ja, ich kriege oben rum, beziehungsweise das ist ja bei der Grundreinigung, da stelle ich mir dann hier eine Leiter hin und gehe die Leiter hoch und tue dann so einen Sauger alles. Ah, okay. Ja. Und das machst du aber jedes Jahr konsequent? Das mache ich konsequent. Wann machst du das immer? Also wir sehen das dann beim Weibchenschlag. Jetzt sind ja die Weibchen mit hier. Den habe ich letztes Wochenende grundgereinigt und da ist oben auch alles abgesaugt. Ja, bei den Jungen ist es so, auch im Februar, bevor die Jungen draufgesetzt werden, sauge ich alles ab. Und hier, wenn die Tauben dann das zweite Mal getrennt sind, dann mache ich hier noch die Grundreinigung. Wie? Hier machst du nochmal eine Grundreinigung? Hier ist doch alles sauber. Ja. Ach, hier hast du noch gar keine Grundreinigung gemacht? Nee, hier wird nochmal... Herr Sportsfreunde, also ich gehe nicht mehr in meinen eigenen Taubenschlag. Ah, und das machst du doch hier? Okay, ja. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also. Aber ich mag das immer nicht, wenn die Tauben dann auf dem Gelege sitzen und dann die großen Haufen absetzen und alles wieder dreckig machen. Ja, das gefällt mir dann auch nie, weil ich es eben gerne auch sauber habe. Und deswegen warte ich hier immer noch. Ich glaube, auf die dicken Haufen hat kein Taubenzüchter Bock, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ne? Robert, zeig mir doch mal so einige von deinen letztjährigen Reiseassen. Ja, das ist der 1021 von 2020. Bad Boy genannt. Ja, der hatte mir als Jäger, hat er mir in der Nachbarzelle zweimal das Gelege
kaputt gemacht. Und deswegen hat er den Namen bekommen. Deswegen, ja? Deswegen, okay. Genau, ein böser Junge. Und ja, aber dieses Jahr hat er, also war letztes Jahr schon mit vier Spitze in der V unterwegs, aber dieses Jahr hat er... Also 21 war er, genau, und 22, ja, genau, okay. 21 war schon stark als Jähriger, aber 22, ja, da war er richtig stark, also fliegt auch 12-12 mit über 900 Asspunkten, wird unter anderem erster Assvogel in der AV, erster Assvogel in Sachsen, wird achte weltbeste Taube, also in Deutschland in der Wertung Allround. Und ja, hat dann noch bei Panrobes ist er noch auf Platz 3 gelandet bei den Asstauben. Also ja, der hat schon einige Titel gesammelt. Okay, was ist das für eine Abstammung? Ja, der Vater ist ein Originaler vom Patrick Böcks, also eine reine Kurzstreckentaube. Und die Mutter ist von Falco Eppen aus Holland, ein kleiner Schlag, der sehr erfolgreich spielt, vor allem auf Flügen von 500 bis 600 Kilometer. Ja, und diese Kombination passt. Also die Kurzstrecke mal diese, ja, Tauben von Falco Eppen, das bringt bei mir so die Leistung. Ja. Ja, das ist ein zweijähriges Weibchen jetzt. Also letztes Jahr war sie natürlich jährig. Also die fliegt jährig 12-mal gesetzt, 11 Preise mit 995 Asspunkten. Wird unter anderem zweites Assweibchen von Sachsen. Und ja, bei der Tippismeisterschaft von Deutschland ist er auf Platz 3. Fliegt auch im ersten Konkurs. Ja, und stammt aus einer ähnlichen Linie. Also die... Hier ist die Mutter von Patrick Böcks aus Belgien, Kurzstrecke. Und der Vater, das ist ein Holländer. Und da hatte ich selber mal eine Taube zu dem Züchter hingegeben. Das ist der Bart Hogeveen von Holland. Und der zieht aus meinem Weibchen die dritte nationale Asttaube von ganz Holland. Und da habe ich mir aus dem Weibchen selber dann wieder eine Taube zurückgeholt. Und das ist der Vater zu ihr hier. Ja, war auch als Jungtaube schon beste Jungtaube der AV. Ja, dieses Jahr beste Jährige der AV und wie gesagt, zweites bestes Assweibchen von Sachsen. Und ja, ist ein Püppchen und hat den Namen Barbie bekommen. Ja, fliegt okay. Aber auch auf dem 600 Kilometer Flugspitze. Also die können das auch wenn jetzt hier Kurzstrecke mit dabei ist. Achtest du eigentlich darauf, wenn die Tauben mausern, wie viele Federn die in der zweiten Ordnung mausern? Guckst du danach bewusst oder eigentlich weniger? Also ich gucke weniger drauf. Also mir hatte das mal ein Züchter gesagt und seitdem ist, dass ich, also dass es gut ist, wenn sie dort viel mausern. Und seitdem ich das weiß, gucke ich da schon mal hin. Aber letztendlich interessiert es mich auch nicht wirklich. Hast du die Tauben eigentlich handzahm? Nee. Spielst du viel mit denen oder? Nee, wenig. Also als Jungtaube gewöhne ich sie an Erdnüsse, aber auch nicht so, dass sie mich jetzt anfliegen oder so, das nicht. Ich nutze die Erdnüsse mehr als Motivation. Okay. Und hier auf dem Reiseschlag kriegen sie eigentlich gar keine Erdnüsse mehr, es sei denn, meine Frau hat mal Mitleid, die gibt da manchmal welche, aber ansonsten gar nicht. Also ich mag die Tauben gerne ruhig, aber nicht handzahm. Okay. Ja. So, wen haben wir hier? Ja, das ist die 1050. Das ist noch... Oh, und das ist ein Weibchen? Ja. Wahnsinn. Ja, ist auch, auch wieder eine ähnliche Erfahrung, muss ich sagen. Also sie stammt aus meiner Olympiatäubin, der Cecile. Und der Vater von ihr ist auch wieder ein Vogel von Patrick Böcks. Habt ihr immer 12 Preisflüge oder sind letztes Jahr welche ausgefallen? Nee, haben eigentlich immer 12. Okay, wann habt ihr den ersten Preisflug? Anfang Mai. Okay. Wann fangt ihr da mit den Vortouren ungefähr an? Also Mitte April. Also wir planen meistens 3 Vorflüge. Ah, okay.
Ja, meistens kommen nur zwei zustande, weil das Wetter mit April doch noch recht unbeständig ist. Wann habt ihr den ersten Preisflug? Mit wie vielen Kilometern dann? Also wir fangen mit durchschnittlicher Entfernung von 100 Kilometern an. Der Vorflug? Der Vorflug. Okay. Ja, ja, weil unsere Erfahrung auch sehr groß ist, da haben es die vorderen Schläge dann sozusagen ja, 50 Kilometer und die hinteren haben es dann 100, ja, 110, 120. Okay. Okay, und dann der erste Preisflug? Der beginnt mit 200 im Durchschnitt. Im Durchschnitt, okay. Ja. Hast du irgendeinen Taubentyp, den du bevorzugst? Oder weil ist es dir letztendlich egal? Oder gibt es Kriterien, wo du ganz klar sagst, das ist ein No-Go und die Taube muss auf jeden Fall raus? Gibt es da irgendwelche Punkte, die dir extrem wichtig sind? Also ich habe gerne eine harmonische Taube in der Hand. Also wie man das so kennt, ja, den Schwanz am liebsten zu einer Feder, kräftiger Rücken, mittelgroß. Aber das ist mehr so, so wie ich es gern habe. Wenn die Taube anders ist, stört mich das nicht so lange, wie sie die Preise bringt. Ja, was ich gar nicht mag, ist, wenn sie den Schwanz richtig hochnimmt. Also das gefällt mir nicht. Also die würde ich dann wahrscheinlich sogar selektieren. Aber grundsätzlich denke ich, also gebe ich so auf äußere Merkmale, auch auf Augentheorie, so gar keinen Wert. Sondern für mich zählt nur die Leistung. Ich habe auch schon wirklich Tauben gehabt, die körperlich nicht perfekt waren, aber die unglaublich Leistung gebracht haben. Und das ist mir dann einfach lieber und zählt dann mehr. So, jetzt haben wir uns ja den Schlag deiner Reisevögel angeschaut. Da sind jetzt die Reiseweibchen angepaart. Das sagt mir also schon, dass du total spielst. Die Partner bleiben also nicht zu Hause. Nee, werden alle Tauben gesetzt. Okay. Wo ist denn der Schlag für die Reiseweibchen? Ja, hier rechts daneben. Ah, den hatten wir ja vorhin schon gesehen. Auch wieder viel Technik. Oh, was ist das denn? So, Sportsfreunde. Ich sag mal so. Das ist klein. Also den hast du jetzt sozusagen gründlich sauber gemacht? Der ist tiefengereinigt, genau. Der ist tiefengereinigt. Ich sag mal so, normalerweise sage ich ja immer, geh du mal vor, aber hier brauchen wir gar nicht reingehen. Ja, also hier ist jetzt auch die Decke abgesaugt schon und das Rost gereinigt, die Wände abgewaschen. Genau, und wie du siehst, die Einzelteile fehlen jetzt alle noch, die sind auch alle abgeschrubbt. Und trocknen jetzt. Okay, jetzt. Also ich stelle mich mal in den Schlag rein, Sportsfreunde. Also mein Tipp ist mal so einen Meter breit. Ja, genau. Und eine Tiefe 1,50 Meter. Oder mit. Ja, also bis zu den Zellen 1,50 Meter. Insgesamt ist es 2 Meter tief. Okay. Während der Woche trainieren die Weibchen hier ganz normal aus dem Ausflug. Gehen ja. Hier rein und raus, ja? Ja. Okay. Oh, ihr seht, kleiner Schlag, trotzdem so eine große Belüftung. Was habt ihr denn hier in der Regel für einen Wind? Also Westwind. Südwestwind? Ja, oder reiner Westwind eigentlich. Okay, also steht der Wind ja eigentlich nie hier drauf. Nee. Okay, gut. Und da ist noch eine Foliere. Die haben wir ja vorhin gesehen, da gucken wir gleich nochmal. Werden die Weibchen in der Foliere tagsüber ausgesperrt? Ja, die sind ausgesperrt. Also die werden früh, wenn die Vögel trainieren, werden die Weibchen hier gefüttert. Ja, nach einer Stunde, dann ist 6:30 Uhr, dann gehen die raus in die Voliere und bleiben den ganzen Tag draußen, kriegen auch kein Wasser, kein Futter, kein Grit. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, gegen 16 Uhr kommen sie rein, fressen ein bisschen was, also kriegen ja, vielleicht ein Drittel von dem üblichen Futter, von der Futtermenge, was sie kriegen. Und dann nach einer halben Stunde oder manchmal auch erst abends, kommt das Wetter drauf an, ob es jetzt sehr heiß ist oder nicht. Dann trainieren die draußen, ich sag mal auch eine Stunde, ich sage es einfach mal von 18 bis 19 Uhr, trainieren die Tauben dann. Dann kommen sie rein und dann werden sie satt gefüttert. Und dann bleiben sie über Nacht auf dem Weibchenschlag und nächsten Tag das gleiche Spiel. Tagsüber in der Voliere. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, lässt du die Weibchen nur abends raus? Ja. Okay. Wann habt ihr immer Einsätze? Auch abends. Welchen Tag? Am Samstag ist Einsetzen. Lässt du die Weibchen freitags abends dann noch raus? Die Weibchen nicht mehr nehmen.
Die Weibchen bleiben drin. Freitags kommen die also nicht mehr raus? Nee, also die Vögel trainiere ich früh, die kommen früh noch raus. Ah, okay. Aber die Weibchen abends dann nicht mehr. Mhm. Warum lässt du die Tauben nur einmal am Tag raus? Also von der Zeit her, also weil ich arbeiten bin, da fehlt mir einfach die Zeit. Okay. Genau. Ja, und ich lasse Freitag auch drin, weil ich nicht möchte, dass sie zu viel Energie verlieren, dass sie sich da nochmal verausgaben. Also man hat es auch schon gehört bei Züchtern, dass wenn sie dann erschrecken durch den Raubvogel, dass sie dann 2-3 Stunden fliegen, dann reinkommen und der Preisdruck dann halt nicht so gut wird, weil sie einfach kaputt geflogen sind. Trainieren die Weibchen besser oder die Vögel? Ich meine, bei den Weibchen, die abends rauslässt, wie du gerade schon sagtest, wenn es extrem heiß ist. Mhm. Aber die rauskommen sie immer, egal wie heiß, ja? Nee, also wenn es richtig heiß ist, dann verschiebe ich das wirklich nach hinten. Dass sie dann wirklich erst 18 Uhr oder 19 Uhr raus. Aber rauskommen sie auf jeden Fall, egal. Ja, rauskommen sie. Mhm. Okay, fliegen die denn dann gut, die Weibchen? Wenn, sagen wir mal, wenn jetzt deutlich über 30 Grad sind den ganzen Tag, fliegen die dann genauso gut wie die Vögel morgens oder... Nee, also die Vögel, die freuen sich wirklich über die Morgenluft, über die Morgensonne. Die trainieren erstmal richtig gut, aber nicht so lange. Also bei den Vögeln ist meistens eine halbe Stunde. Dann stelle ich die Fahne sowieso immer hin, dass sie wissen, so lange wie die Fahne steht, müssen die Tauben trainieren. Aber nach einer Dreiviertelstunde spätestens nehme ich die Fahne dann weg und dann können sie auch auf den Schlag. Und bei den Weibchen ist so, wenn es zu heiß ist, ist oft, dass sie losdonnern und nach 10 Minuten völlig kaputt zurückkommen, dann lasse ich es aber dann 5 Minuten auf dem Schlag sitzen und dann zeige ich nochmal die Fahne und dann ist es eigentlich egal, wie heiß es ist, dann fliegen sie dann schon eine 3-5 Stunden. Ah, okay. Also, ja, also als wenn die sich erstmal wirklich drauf einstellen müssen, dass es jetzt zu heiß ist. Bei den Vögeln hast du gesagt, wenn die Vögel dann landen, dürfen die dann mal einen Schlag und wieder raus oder nur in Schlag rein und dann ist auch das Training beendet? Bei mir ist es so, dass sie wirklich zum Training rauskommen, eine Stunde fliegen oder eine Dreiviertelstunde die Vögel und wieder reinkommen. Also ich lasse die jetzt nicht zwischendurch auf den Schlag landen oder in den Schlag rein, das nicht. Ich stelle die Fahne hin, in der Zeit trainieren sie, ich nehme die Fahne weg, dann dürfen sie rein. Und dann bleiben sie auch drin? Dann bleiben sie drin. Nicht so wie bei Wolfgang Röper, der lässt sie ja rein und raus so nach dem Training. Also Fahne weg, rein. Genau. Und dann ist Schluss mit lustig. Ja. Ah, okay. Robert, was haben wir denn hier für ein süßes kleines Schmuckstück? Ja, das ist eigentlich der allererste Schlag, mit dem ich hier angefangen hatte. Also mit dem Schlag? Ja. Okay. Also ich bin 2007 hierher gezogen und da hatte ich den Schlag dann gebaut und bin dann auch gleich mit Jungtauben hier gereist und das hat auch sehr gut geklappt. Also dritter RV Jungtiermeister. Ja, und jetzt dient er noch so, ja, für weiße Tauben. Die nehme ich dann auch gerne als Ammentauben. Okay. Und ja, ein Pärchen ist auch noch drin. Das sind 2 zahme Tauben. Ganz liebe Grüße an Frederik Wolf, der wird sich an den Freddy erinnern. Okay. Ich hol den mal raus. Hol den Freddy mal raus. Ja, der sitzt gerade hier auf dem Nest. Mhm. Ja, das ist eine ganz zahme Taube, das ist unser Liebling. Ah, okay. Den hatte ich damals von Frederik Wolf mitgenommen, der wollte unbedingt mit zu uns nach Sachsen kommen, der war damals schon ganz zutraulich. So Robert, jetzt wollen wir uns mal deinen Jungtierschlag anschauen. Jetzt haben wir das Glück, habe ich ja vorhin mitbekommen, du hast ja sogar schon Junge abgesetzt. Ja genau, die erste Runde ist abgesetzt und ja, ich habe jetzt manchmal sogar den Schlag schon offen, dass sie dann schon langsam raus können und die Umwelt kennenlernen. Genau. Wie lange hast du die jetzt abgesetzt ungefähr schon? 1,5 Wochen. Ah, okay, ja. Ah, ihr seht, da sitzen sie schon drin. Ja. Ja, dann lass uns mal reingehen. Dann schauen wir uns die Jungs mal an. Danke. Kannst du Licht anmachen? Mhm. So, da seht ihr. Ah, da ist schon eine. Was hast du denn hier für kleine Hüpfer drin? Ja, das sind Möwchen und die nutze ich immer als Locktauben, gerade bei den Jungtierflügen. Ja, haben die mir auch schon große Dienste erwiesen. Aber hast du alle Hand, ne? Wenn ich schon unterbreche, oder? Ja, viele haben ja nur ein Möwchen oder so, aber du hast ja doch einige mehr. Ja, ich habe jetzt 3 Pärchen sozusagen. Die beiden hier unten, die sind neu, sind von dem Celine.
Ach, und die brüten hier auch richtig? Ja, genau. Die Eier sind von denen? Genau. Da denke ich mir, ne? Die Junge werden auch keine Eier legen. Okay. Und die bleiben das ganze Jahr auch hier drin dann? Ja, also außer wenn ich dann die Schläge sauber mache, dann setze ich sie in die Voliere. Und ansonsten sind die hier immer drin. Okay. Genau. Fliegen die denn auch mit dann? Oder? Nee. Also die sind sehr flugfaul. Die gehen kurz mit raus, drehen eine Runde und gehen wieder rein. Aber es hat auch einen großen Vorteil, wenn ich die Jungen absetze, wenn ich dann hier die Möwchen mit drin habe, die zeigen dann, wo die Tränke steht, wo der Grit ist, wo das Futter ist. Also das kann ich auch nur empfehlen. Oder halt ein altes Pärchen mit auf den Jungtierschlag setzen. Das ist auch immer geil. Auch so für rein und rausgehen auch wahrscheinlich, ja, ne? Richtig. Ah, ihr seht, da ist auch schon der erste Schimmel da unten, wenn ich das richtig erkenne. Ja, genau. So, und das ist dein Jungtierstall, ja? Ja. Wie viele Junge hast du hier ungefähr drin, wenn du mit der Zucht fertig bist? Also ungefähr 40 Jungtiere. Mhm. Ja, hab auch nur den einen Schlag, also ich tue jetzt nicht nach Geschlechtern drin. Die werden vom Brett gespielt und die Motivation sind eigentlich die Erdnüsse. Okay. Ja, vielleicht noch eine Besonderheit, wenn wir gerade hier sind. Ich habe ja die Voliere draußen dran. Ja. Ich lasse die Tauben aber erst Mitte Juni auf die Voliere. Ach so. Also vorher bleiben sie wirklich hier im Schlag. Also ich möchte nicht, dass die Tauben sich das Rumlungern angewöhnen. Also es ist oft, wenn die dann in der Voliere sitzen und den ganzen Tag so nach draußen gucken können, dass die Tauben dann auch ja flugfaul sind, weil sie es einfach nicht anders kennen. Weil sie, wenn sie auf dem in der Voliere sitzen und wirklich den ganzen Tag in der frischen Luft und nach draußen gucken können, sich das angewöhnen. Und deswegen bleiben sie bei mir bis Mitte Juni auf dem Schlag. Also dürfen natürlich zum Training raus, aber in die Voliere noch nicht. Also haben sie nur, um die Gegend erstmal kennenzulernen, den Ausflug hier, um ein bisschen zu schauen. Und dann lässt du die aber, wie du gesagt hast, ja, die sind jetzt so 14 Tage ungefähr abgesetzt. Ja. Lässt du die dann auch schon relativ schnell dann auch raus, ja? Ja. Der Ausflug war jetzt auch schon ein paar Mal auf, die ersten waren okay. Schon draußen. Ah, okay. Genau. Habt ihr aber auch noch nie Probleme mit dem Raubvogel gehabt? Ah, okay, das ist schon wichtig auch, ja. Ne? Wie viel sind das jetzt ungefähr? 26. Da bist du ja schon fast fertig mit deiner Zucht. Ja, so ziemlich. Aha, ja, Belüftung auch wieder von hier oben. Da unten seht ihr wieder die Fenster. Genau. Von beiden Seiten. Wenn die jetzt sind das ja Winterjunge, kann man ja eigentlich sagen. Ne? Setzt du jetzt hier während der Saison auf besondere Motivation, dass hier Nistteller reinkommen und sowas alles? Oder? Nee, gar nichts. Gar nichts? Nee, also wirklich, ich gewöhne die an die Erdnüsse und die Erdnüsse sind die Motivation für die Jungtauben. Ansonsten werden die wirklich vom Sitzbrett gespielt. Belichtest du und verdunkelst du deine Jungtauben? Ja. Wann fängst du mit dem Verdunkeln denn hier an? Ende März fange ich an, wo die Zeitumstellung ist. Ja. Das ist der Moment, ja, wo ich mit der Verdunkelung beginne. Und die Tauben werden von abends 17 Uhr bis morgens 6 Uhr verdunkelt. Und ja, das geht dann so lange bis zum längsten Tag des Jahres, also 21. Juni. Ach, so lange doch, verdunkelst du auch. Ah, okay. Und ab da werden sie belichtet. Ah, okay. Also bis komplette Zeit über die Reise. Wie machst du das Licht dann an oder aus? Wie lange lässt du es abends an dann? Also bis 22 Uhr. Also und es geht um 6 Uhr an und 22 Uhr aus. Okay. Und verdunkeln, gehe ich davon aus, legst du hier eine Platte drauf? Nee, es ist noch relativ hell. Du siehst ja, ich habe ja vorne auch ja, die Belüftung offen. Ich mache nur vorne vorm Schlag die Klappe zu. Also da, wo die Belüftung ist, genau, ja? Wo die Belüftung ist. Die Belüftung ist dann nur noch über den Schlitz hier. Ah, der bleibt auf? Der bleibt auf. Ah, okay. Und es ist dann noch relativ hell, also dass die Tauben wirklich auch die Tränke noch finden. Ah, das bleibt alles offen, ja? Ja, bleibt alles offen. Die Klappe machst du nur zu, da gehe ich schon aus vom Ausflug. Ja, also die Klappe hier kommt runter. Aha, okay. Und dann die zwei Gitter zu und das war's. Aber dann ist da noch genug Licht eigentlich drin, ne? Ja, relativ, ne? Ja, ich finde auch, dass das Belichten ist wichtiger für die, also wenn man erfolgreich spielen will.
Hast du so, kannst du ungefähr sagen, wenn jetzt die Verdunklung aufhört, wie viele Federn dann Tauben geworfen haben? Ist das bei dir extrem unterschiedlich oder sind die alle einheitlich? Also die meisten haben vielleicht eine geworfen. Ah, okay, ja. Es gibt ein paar Ausnahmen, die haben dann so 3, 4. Okay. Ja, aber im Normalfall ist es, dass sie eine geworfen haben. Und wenn die Reise dann vorbei ist und die Belichtung aufhört, wie viele Federn haben die dann geworfen in der Regel? Direkt nach der Reise so ungefähr, weißt du das? Hast du das so? Naja, die hören dann eigentlich auf zu mausen. Also es bleibt dann fast bei den... eine oder drei Federn, ah, okay. Ja. Ja. Und direkt nach der Reise mache ich das Licht ja dann aus und dann ja, fallen die Federn. Also hast du keine Probleme, die Tauben danach durch die Mauser zu bekommen? Nee, es kann zwar sein, dass sie die letzte Schwing dann erst auch im Januar oder Februar werden. Ja, okay. Aber es stört mich eigentlich überhaupt nicht, weil ich habe da immer das Gefühl, dass sie dann auch im Sommer dann auch erst später anfangen zu mausern. Ja, aber du, auf jeden Fall mausern sie durch. Du hast ja keine Probleme mit, ne? Okay. Wie lange fliegen denn deine Jungen so nachher, wenn sie richtig marschieren am Tag? Einmal am Tag, gehe ich voll aus, lässt sie noch raus, oder? Also am Anfang einmal am Tag und da fliegen sie ja eine Dreiviertel bis eine Stunde. Ja. Und dann später, wenn die alte Saison vorbei ist, dann trainieren sie zweimal am Tag. Dann lasse ich sie früh fliegen und Nachmittag dann auch nochmal. Und wie lange fliegen die dann ungefähr? Ja, auch so eine Dreiviertelstunde. Ziehen die dann gut weg auch? Ja, ja, die ziehen weg. Hast du also keine Probleme damit? Nee. Machen die das irgendwann von alleine oder hast du eine Erklärung oder hast du einen Trick? Verrat mir mal einen Trick, weil meine, die wollen sich nur paaren. Ja, also du kannst natürlich mit dem Futter ein bisschen arbeiten, dass du dann wirklich auch zum Beispiel das Fitness von Mifuma einsetzt. Also auf jeden Fall das Futter ein bisschen mit Gerste oder ein Patty-Reis streckst. Und dann funktioniert das eigentlich fast von alleine, ja. Also ich habe da aber auch noch nie Probleme gehabt, dass die Tauben da nicht gezogen sind. Sortierst du auch schon Jungtauben im Nest aus? Findet bei dir in der Zucht schon eine Selektion im Nest statt? Manche Züchter gehen ja hin, gucken sich die Junge alle 7, 8 Tage an und sortieren da schon aus. Machst du sowas auch? Also wenn die Taube keine körperlichen Mängel aufweist oder sich schlecht entwickelt, dann nicht. Dann behältst du die. Dann behalte ich die. Ja, ich denke auch immer, dass die Taube erst reifen muss. Also auch wenn sie mir beim Absetzen noch nicht so gut gefällt, dann gebe ich ja trotzdem die Chance, sich zu entwickeln. Und nach der Reihe sind das meistens ganz andere Tauben. In Eigenregie gebaut, sein Schmuckstück geworden, sein neuer Zuchtschlag. Und den schauen wir uns jetzt mal an, Robert. Sehr gerne. Okay, ihr seht ihn hier schon mal. Ich zeige ihn euch noch mal ganz kurz. Da wohnen andere drin. Seht ihr? So, und auch hier, es war recht groß. Aber auch hier sind insgesamt wie viele Zuchtpaare drin, Robert? 24 Zuchtpaare. Ja, da seht ihr. Da bin ich jetzt wirklich mal sehr gespannt, wie der Schlag von innen aussieht. Ja. Der Chef geht voran. Füße abputzen. Ja, Ordnung muss sein. So. Eieiei. Guckt mal. Boah. Hier riecht es ja richtig gut drin. Hast du hier irgendwas gesprüht oder so? Oder ist hier irgendwas? Nee? Nee. Das riecht aber angenehm hier. Doch. Natürlich, ja. Lavendel. Aha, guck mal her. Genau, mein Nistmaterial. Ich wollte das sagen. Ja. Ah, das ist ein Nistmaterial. Ja. Warum nimmst du das zum Beispiel? Es ist nicht so hart. Also ich habe sonst mal die Tabakstängel genommen. Aber da hatte ich dann oftmals auch Probleme mit angebrochenen Eiern. Und ja, das ist relativ weich durch die Blüten auch. Und wie du schon sagst, der Geruch, es ist auch Ungeziefer nützlich gegen Ungeziefer. Gegen genau. Motten zum Beispiel, glaube ich auch, ne? Ja, also gegen vieles. Ja. Genau. Und wo bekommst du das her? Das haben wir selber angepflanzt und mittlerweile ist auch so, dass uns Nachbarn und Freunde da was geben, weil sie wissen, dass wir das dann immer trocknen. Ach so, okay. Und das ja einnutzen, ja. Und das hast du dann selber getrocknet, das ist dann von letztes Jahr, nehme ich mal, ne? Ja, genau. Ja, kannst du mal, riech mal dran. Hm. Naja, ich sag ja, das riecht gut. Ja.
So, Robert, wir Taubenzüchter wollen ja immer Tauben sehen. Dann zeig uns doch einfach mal hier aus dem Zuchtabteil so 2, 3 Tauben, wo du sagst, das sind wirklich Tauben. Die haben schon qualitativ gute Nachzucht gebracht. Ja, fangen wir gleich mal hier an. Ja, das ist die Lucky Sagan, das Weibchen von Patrick Böcks. Die ist von 2018, stammt aus der Linie vom Sagan. Ja, ist eine Kurzstreckentaube und man sieht das auch, wenn man sie in die Hand nimmt. Ein sehr kräftiges, großes Weibchen, eine breite Brust vorn und dann geben sie halt wie so ein Dreieck nach hinten. Und die hat jetzt schon wirklich sehr viele Asse gebracht. Habe ich da vorhin ein Kind von in der Hand gehabt? Ja, also 2, 3 Kinder sogar. Genau, also das ist meine absolute... Ich meine, die hat auch einen sehr markanten Kopf, finde ich. Ne? Ja. Ich meine, daran kann ich mich jetzt auch ein bisschen auch vom Auge erinnern. Genau. Ja, also sie bringt mit verschiedenen Partnern erste Konkurssieger und ja, Asttauben. Und mit dem Fohlen, mit dem sie zusammen ist, ist der Hattrick. Und er hat auch schon mit verschiedenen Kindern, mit verschiedenen Weibchen sehr gute Nachzucht gebracht, erste Konkurssieger. Ja, und die beiden hatte ich verpaart und da sind 2 richtige Asse draus gefallen. Das nächste Jahr hatte ich sie umgepaart, da sind auch Asse draus gefallen. Jetzt sitzen sie aber wieder zusammen und die lasse ich auch zusammen. Okay, zeig mal meinen Flügel mal. So, das ist der Hattrick. Das ist ein Vollbruder zu meiner Olympiataube, zur Olympic Cecile. Und ja, den Vogel habe ich nur jung gereist und der fliegt als Jungtier 3 erste Konkurse. 3 erste? Ja. Okay. Und ist danach direkt auf den Zuchtschlag gegangen. Ah, nach der Jungtour hast du ihn direkt in den Zuchtschlag? Weil er 3 erste geflogen hat? Weil er 3 erste geflogen hat und weil er einfach mir so gut gefallen hat. Ah, okay. Ja. Also habe ich eigentlich so auch selten, aber ich hatte schon vor der Jungtierreise überlegt, ob ich überhaupt spiele und dachte dann, ja, ich probiere ihn aus und dann fliegt er 3 erste. Aha. Und dann war ja die Entscheidung dann relativ einfach und dann habe ich ihn auf den Zuchtschlag gesetzt und wie gesagt, der hat jetzt, war ein absolutes Zuchtass. Also Vater Goldmarie, Vater Hulk, ein kräftiger, blaugenobter Vogel. Aber da sage ich jetzt mal so, für mich, vom Kopf her, gefällt er mir total. Ja. Super scharfes Auge, finde ich. Ja. Also ist auch ein Sohn von Hattrick mal Lucky Sagan. Okay. Und ja, er ist schon stark geflogen. Also er hat selber bei dir auch geflogen, ja? Der hat geflogen, genau, 2 Jahre. Ja, hat selber keinen ernsten Konkurs, weil er immer seine Vollschwester vorgelassen hat. Ja, Lady First. Genau, aber wie gesagt, fliegt auch bei 10 Preisen über 900 Asspunkte. Ist ja auch nicht so schlecht, ne? Nein, genau. Ja, fliegt im zweiten, dritten, vierten, also ja, viel Spitze. Und der ist jetzt von welchem Jahrgang? Der ist von 2020. Also okay. 2-jährig. Also ist das das erste Jahr jetzt in der Zucht oder das genau. Erste Jahr, ne? Den probiere ich jetzt aus. Ja, ah, der gefällt mir aber. Ja. Ah, der hat eine super Ausstrahlung, finde ich. Genau. So, dann hat der Robert schon wieder einen gefangen. Wen haben wir hier? Ja, das ist mein Stammvogel, der Romulus. Ja, ist auch selber eine erfolgreiche Reisetaube gewesen. Und aber noch besser in der Zucht. Also er ist jetzt unter anderem auch Vater zu der Olympic Cecile und ist aber auch Vater zum Hattrick, den wir vorhin schon in der Hand hatten, der wiederum ja Vater Goldmarie und Lucky Sagan ist. Also der Stamm zieht sich durch. Der Vater zu dem Romulus ist ein Originaler von Gerings. Den hatte ich übrigens bei der Rhönfried Verlosung in Dortmund oder Kassel gewonnen. Oh, okay. Genau. Und die Mutter ist ein Weibchen von Benny Stevening. Die hatte mir auch schon verschiedene gute gebracht. Ja, sein Nestbruder, der Remus, flog auch 2 erste Konkurse. Er flog unter anderem 2 zweite. Einmal hinter seinem Nestbruder. Also ja,
Und Vogel ist von 2012. Ja, es ist noch in einer guten Verfassung, aber ist halt jetzt doch schon langsam in die Jahre gekommen. Ja gut, 11 Jahre schon, ne? Ja. Für eine Taube ja schon gutes Alter. Also letztes Jahr war die Befruchtung noch sehr gut. Und dieses Jahr? Dieses Jahr hoffe ich noch drauf. Also es war jetzt das zweite Gelege leer. Ja, aber es hat... Also dieses Jahr hat er noch kein Ei befruchtet? Nee, nee. Oh. Genau, also ich sitze jetzt auf dem dritten Gelege. Mal gucken, ich hatte zwischendurch ein anderes Ei untergelegt. Wir haben ein anderes Jungtier jetzt großgezogen. Ah, okay. Ja, dann manchmal kommen die dann noch ein bisschen in Gang, ne? Ja, ich sag mal, jetzt kommt auch der Frühling, es wird wärmer. Ja, mal sehen. Ich hatte das Pärchen über den Winter auch zusammengelassen. Eben eigentlich aus dem Grund, dass die Befruchtung dann besser funktioniert. Aber ja, bis jetzt ist noch nicht so. Ja, hat ja noch Zeit. Ja, ein schönes Farbauge. So, Robert, jetzt haben wir uns ja mal deine ganzen Schläge angeschaut. Mhm. Du hast mir mal deine Reisetauben gezeigt, deine Zuchttauben gezeigt. Einfach mal so ein bisschen auch schon dein ganzes Konzept erklärt. Mhm. Ich habe hier super Tauben gesehen, liebe Sportsfreunde, in der Hand Top-Tauben. Alles sehr durchdacht, einen super neuen Zuchtschlag. Man muss schon sagen, da hat der Robert sich sehr viel Mühe gegeben. Und er will auch in diesem Jahr, da bin ich fest von überzeugt, sehr viel Erfolg haben, weil er auch sehr konsequent ist und einen kleinen, schönen, feinen Stamm hat, der auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit gute Leistungen bringen wird. Jetzt fangen wir einfach mal an, Robert. Du weißt ja, was die Züchter immer interessiert. Was kommt ins Wasser? Was kommt ins Futter? Ja. Welches Geheimmittel wird hier verwendet? Robert, erzähl uns doch einfach mal, wie die Versorgung in der Reise aussieht bei den Alttauben. Was bekommen die Tauben ins Wasser? Was bekommen sie eventuell übers Futter? Mhm. Fangen wir einfach mal mit dem Tag an, der Tag, an dem die Tauben nach Hause kommen. Das ist ja bei euch immer der Sonntag. Genau. Dann erzähl uns mal ein bisschen die Woche. Genau, also Samstag ist Einsatztag, Sonntag ist Flugtag. Wenn die Tauben vom Weltflug nach Hause kommen, finden sie in der ersten Tränke immer Rotosal vor. Futter wird blank gegeben und da können sie auch frei wählen. Also können sich wirklich aussuchen, was sie nach dem Flug benötigen. Ja, bei der zweiten Fütterung erhalten die Tauben übers Wasser Elektrolyte. Also da wird die erste Tränke weggeschüttet und nochmal neues Wasser gegeben mit Elektrolyten, damit der Haushalt wieder aufgefüllt wird. Ja, dann werden die Tauben getrennt. Nach einem schweren Flug trennen sich die Tauben gerne etwas zeitiger, damit sie sich entspannen können, damit sie ein bisschen Ruhe haben können. War der Flug relativ einfach, dann dürfen die Tauben länger zusammenbleiben. Also trenne ich sie dann meistens erst abends, so gegen 19, 20 Uhr. Da erhält jede Taube ein Goldragee, damit der Eiweißgehalt wieder aufgefüllt wird. Bei schweren Flügen, anstrengenden Flügen, mache ich das erst einen Tag später, damit die Taube erst nochmal zur Ruhe kommt und dann halt am Montag wurde dann halt als Individualfütterung, das habe ich immer ganz gern, dass jede Taube eigentlich die gleiche Menge bekommt. Deswegen gebe ich gerne halt das Eiweiß als Individualfütterung. Dann würde halt die Taube das am Montag bekommen. Ja, ansonsten am Montag werden die Tauben komplett satt gefüttert, also so, dass im Trog nichts liegen bleibt. Übers Wasser bekommen die Tauben Vitalo Top und Carni Speed. Der Dienstag sieht genauso aus, auch wieder übers Wasser, Carni Speed und Vitalo Top. Einfach, dass die Tauben schon langsam wieder in Form kommen. Übers Futter wird nichts gegeben und Futter erhalten die Tauben am Dienstag und am Mittwoch auch relativ knapp. Einfach, dass sie da von der Futtermenge ein bisschen runterfahren. Und am Mittwoch bekommen sie übers Wasser nochmal Blitzform. Ja, einfach auch dann schon wieder zur Steigerung. Am Donnerstag ist es so, dass die Tauben dann wieder satt gefüttert werden. Also kein voller Trog, sondern so, dass die Tauben nicht hungrig sind und wirklich alle Körner auffressen. Und zusätzlich übers Futter bekommen die Tauben Energieöl. Also das Futter wird mit Energieöl angefeuchtet und abgetrocknet mit K&K Eiweiß, einfach um jetzt den Bedarf nochmal auszufüllen, falls noch Bedarf sein sollte und zusätzlich zur Formsteigerung das Roh 200.
Achso, ganz kurz, wenn ich mal unterbrechen darf. Jetzt waren wir ja beim Donnerstag, wenn ich das nicht. Ja, genau. Also donnerstags bekommen deine Tauben nochmal übers Futter Eiweiß. Ja. Ah, okay. Ja. Also und eventuell dann am Freitagvormittag auch nochmal. Auch nochmal Eiweiß eventuell. Ja, genau. Aber das Eiweiß ist relativ gering. Es ist wirklich nur, wenn jetzt noch Defizite da sind, um die halt nochmal auszugleichen. Ja, das Rot 200 zur Konditionssteigerung. Und ja, Konditionspulver noch dazu, genau, das auch am Donnerstag und Freitag sozusagen Konditionspulver noch mit dazu. Und übers Wasser am Donnerstag erhalten die Tauben nochmal Rotosal. Rotosal soll auch der Leistungssteigerung dienen. Ja, dann Freitag hat man jetzt schon. Am Freitag kommt nichts übers Wasser, sondern wie gesagt, nur das Futter wird mit Energieöl angefeuchtet und abgetrocknet mit Rot 200 und Konditionspulver. Und am Samstag ist Einsatztag. Da haben die Tauben auch nichts mehr in der Tränke, sondern nur noch klares Wasser. Und Futter steht wieder zur freien Verfügung im Trog bereit. Können sie wieder frei wählen. Lässt du nach der Hälfte der Flüge oder nach 5 Flügen den schwächeren Partner zu Hause oder spielst du alle durch? Also wenn es so ist, dass ein Partner richtig stark ist und der andere relativ schwach, dann mache ich das so. Sind beide Partner stark, dann gehen auch beide bis zum Endflug auf die Reise. Wie sieht denn bei dir die Selektion nach der Reise aus? Ich meine, ich glaube, auch wenn du nicht ganz so viele Jungtauben hast, aber auch du wirst natürlich wahrscheinlich am Ende der kompletten Saison Alt- wie Jungtierreise mehr Tauben übrig haben, als du das nächste Jahr spielen willst oder kannst. Mhm. Wie sieht denn bei der Alttierreise oder nach der Alttierreise bei dir die Selektion aus? Mhm. Was ist für dich der entscheidende Punkt? Wie sieht das bei Jährigen aus, wie bei mehrjährigen Tauben? Also ich selektiere relativ streng, dadurch, dass ich ja nur einen kleinen Bestand habe, muss ich da wirklich gucken, welche Tauben ich behalte. Ja, manchmal ist es so, dass die ganz starken Flieger sogar zeitig schon auf den Zuchtschlag wechseln. Ansonsten achte ich da schon sehr auf die Leistung, auch bei den Jährchen. Also die Jährchen müssen auch in der Lage sein, Spitze zu fliegen und wenn möglich auch hohe Preiszahl. Okay, wie deutet sich das? Ihr habt 12 Preisflüge. Mhm. Wo ist da beim Jährigen zum Beispiel die Grenze? Ja, also 8-9 Preise möchte er schon fliegen und da aber auch Spitze dabei. Also Alttau? Ja, Alttauben, also sagen wir, wenn jetzt eine Alttaube auch nur in Anführungsstrichen 9 Preise fliegt, aber da halt 7-8 mal Spitze, dann behalte ich die natürlich auch. Man muss dann schon gucken, also man hat dann so ein, oder ich habe dann so ein Gefühl dafür, welche Taube passt zu meinem System. Und am liebsten sind mir natürlich auch die Tauben, die viele Preise mit viel Spitze fliegen. Aber ich würde jetzt keine Taube behalten, die viele Preise fliegt, aber keine Spitze. Also Spitzenpreise sind schon wichtig. Robert, seit diesem Jahr gibt es ein Futter von Mifuma, das Elite Racing, was du ja mitentwickelt hast. Ja. Erzähl uns doch einfach mal ganz kurz ein bisschen darüber. Ja, wichtig ist, dass das Elite Racing ein Alleinfutter ist. Das heißt, ich brauche keine anderen Komponenten dazu füttern. Das Futter ist sehr abwechslungsreich von der Zusammenstellung her und auch sehr hochwertig. Hauptbestandteil des Futters ist der Hanf. Ja, Hanf ist ja bekannt dafür, dass es ein hochwertiges Futter ist. Ja, zusätzlich enthält es die Aktivperle als alleiniges Futter und sehr hochwertig auch der Topmais von Mifuma. Und ja, man braucht keine anderen Komponenten dazu füttern. Es ist so hochwertig, dass es die ganze Woche über als Alleinfutter eingesetzt werden kann. Robert, wie sieht denn bei dir die Versorgung im medizinischen Bereich aus? Gehst du mit den Alttauben vor der Reise zum Tierarzt? Gehst du während der Saison mehrmals zum Tierarzt? Erzähl uns mal ein bisschen da dein Schema. Machst du Kuren selber, Trichomonaden, Coxide oder machst du alles nur, wenn der Tierarzt auch was gefunden hat? Also im Normalfall ist es so, dass ich meine Tauben vor der Saison vom Tierarzt untersuchen lasse. Ich mache auch lass den Kot auch untersuchen auf Kokzidien und Würmer.
Wenn der Befund negativ ist, dann mache ich auch nichts. Sollte aber ein Befund da sein, dann behandle ich meine Tauben wirklich nach dem Schema, das der Tierarzt vorgibt. Also ich bin komplett abgekommen von Blindenkuren, weil ich einfach das Fachwissen nicht habe und auch keine Kuren durchführen möchte, die letztendlich auch vielleicht gar keinen Zweck erfüllen, also die eigentlich völlig sinnlos sind. Von daher bin ich komplett weggekommen von Blindenkuren und mache auch keine Kur vor der Reise. Das Einzige, was ich mache, wenn so nach dem 5., 6. Flug, wenn ich mir unsicher bin, dann gebe ich schon meine Tablette gegen Trichomonaden. Aber eigentlich war es das auch. Also mehr an Medizin bekommen meine Tauben nicht. Warst du denn letztes Jahr mal während der Saison beim Tierarzt? Nee, gar nicht. Schon mehrere Jahre nicht mehr während der Saison? Nee, also mit den Alttauben nicht. Also auch bei den Zuchttauben, um das nochmal kurz anzubringen, habe ich auch schon seit vielen Jahren jetzt keine Trichomonadenkur mehr gemacht. Die Tauben sind gesund, also ich gebe Produkte von Rhönfried, ich gebe teilweise auch das Avitress übers Wasser. Ansonsten das Usnigano, was ich auch viel gebe, und dadurch erhalte ich meine Tauben auf natürliche Weise gesund. Robert, auch ein wichtiges Thema ist ja immer das Thema Impfen. Mhm. Wie sieht denn bei dir oder wie sieht denn dein Impfschema bei den Alttauben aus und wie sieht dein Impfschema bei den Jungtauben aus? Mhm. Also bei den Alttauben ist es so, dass ich gegen Paramyxe impfe und gegen Salmonellen. Und das versuche ich dann wirklich immer schon im alten Jahr eigentlich schon zu erledigen. Also dass ich dann im November werden alle Tauben, Reisetauben und Zuchttauben gegen Paramyxe geimpft und Anfang Dezember gegen Salmonellen. Und da bin ich dann eigentlich auch schon fertig bei den Alttauben. Bei den Jungen ist es so, wenn ich alle Jungtauben abgesetzt habe, werden sie gegen Paramyxe geimpft. Also ich setze den RP-Impfstoff ein, also Rotaviren-Paramyxe-Impfstoff. Und 3 bis 4 Wochen später werden sie nochmal erneut geimpft. Und dann auch nochmal gegen Salmonellen, dann auch wieder 3-4 Wochen später. Und damit bin ich dann fertig mit den Impfungen. Hast du schon mal Reaktionen gehabt nach dem Impfen oder läuft das bei dir immer reibungslos? Nee, also relativ selten. Also man gerade bei den Salmonellen sieht man es dann schon, dass die Tauben so einen Tag doch ein bisschen durchhängen. Da lasse ich sie dann auch im Schlag. Aber ja, das gibt sich dann schnell. Nächsten Tag dürfen sie dann auch schon wieder raus und habe da jetzt auch noch nie Probleme gehabt. Wann ist denn so der Zeitpunkt, vielleicht, ich hoffe, du weißt das, wann ist denn der Zeitpunkt bei deinen Jungtauben, ab wann ziehen die weg? Gibt es da so ein festes Schema, wo du sagst, ist ja eigentlich immer so Anfang April, Mitte April, oder ist das unterschiedlich? Hm. Ja, also zu dem Zeitpunkt jetzt, also bis Juni ziehen die Jungen eigentlich relativ wenig weg. Bis Juni? Ja. Okay. Genau. Also ich fütter aber auch eigentlich bis Mitte Juni, also bis zum Ende der Verdunklung bekommen die Tauben auch fast zu 100% Zucht- und Mauserfutter. Bis Mitte Juni ungefähr? Ja. Die Zucht- und Mauserfutter? Ja, okay. Genau. Also fast zu 100%. Okay. Einfach weil ich denke, die Tauben entwickeln sich dort noch. Die mausern das Deckgefieder. Und ich habe da auch keinen Stress. Also die müssen von mir aus jetzt noch nicht groß trainieren. Also die sollen die Umgebung kennenlernen, das schon, aber müssen jetzt noch nicht wegziehen. Ja, und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann anfange umzustellen, also wo von Verdunklung auf Belichtung, dort beginnt dann eigentlich der Ernst des Lebens für die Tauben. Also dort beginnt dann eigentlich auch das Training. Also erst am Haus, also ich stelle das Futter dann um. Also sie bekommen trotzdem noch Zucht und Mauser und dazu aber Fitness, also um das Futter leichter zu machen. Und ab dem Ende der Verdunklung, mit Beginn der Belichtung, fängt es an. Ja, und wenn die dann wegziehen, dann fängst du auch mit dem privaten Futter an? Genau, ja, richtig, genau. Ich brauche da ungefähr 2 Wochen, dann sind die richtig gut drauf, dann ziehen die und dann fange ich auch mit dem privaten Training an.
Genau. Und wie viele Flüge machst du so selber für deine Jungtauben, private Trainingsflüge? Na, meistens ist es so, dass ich da wirklich innerhalb einer Woche die Tauben jeden Tag wegbringe. Also es sind dann ja vielleicht 7 Mal und versuche dann aber noch so ja 1-2 Mal in der Woche sie auch nochmal wegzubringen. Ja, das Problem ist dann immer, dass ich sie dann erst abends trainieren kann und daher wird das relativ selten. Weil ich erst spät von der Arbeit dann zurück bin und die Tauben dann ja in die entgegengesetzte Richtung nochmal wegbringen müsste. Hm. Machst du denn, wenn du sagst, du trainierst ja so eine Woche wirklich am Stück jeden Tag, hm, ist das Wetter, klar, das Wetter ist schon wichtig, aber lässt du dir dann auch mal auf bei Wetter, wo du sagst, ist zwar nicht perfekt, aber trotzdem, oder bei blauem Himmel, oder achtest du schon darauf, dass da Bewölkung ist und, oder... Ja, also die ersten 4-5 Tage ist es mir schon wichtig, dass das Wetter relativ passt. Dann ist es mir egal. Also dann, ich lasse ja die letzten Flüge, also die letzten Trainingsflüge immer vom selben Platz auf. Das ist ungefähr 60 Kilometer. Und dort ist mir das Wetter dann auch egal. Also dann haben sie das, also wie gesagt, die trainieren ja dann auch gut am Haus. Die ziehen weg, die kennen die Umgebung und wissen, dass sie auch wieder nach Hause kommen müssen. Und bei dem Training dann habe ich da auch noch nie Probleme gehabt. Also das funktioniert. Wenn du die wegbringst an dem Tag, lässt du die an dem Tag vorher nochmal raus oder nur wegbringen? Nee, also früh nur wegbringen. Okay, also lässt sie im Haus nicht vorher raus? Nee, das mache ich nie. Okay, Alfred hat ja früher mal gesagt, macht so, lässt sie also im Haus trainieren und bringt sie dann weg. Ja, das machst du nicht. Nee, das mache ich nie. Genau, nochmal als Ergänzung zu dem Training. Also wenn dann die 7 Tage, wenn ich das gemacht habe, ist ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit bis zu dem Vorflug von der RV. Und in der Zeit versuche ich sie dann auch nochmal einzeln aufzulassen. Okay. Also einmal mindestens und wenn ich es schaffe, auch 2-mal. Wenn du die einzeln auflässt, wie viele Minuten sind denn immer zwischen der ersten und der nächsten Taube? Ja, also ich habe angefangen mit 2 Minuten, aber das funktioniert nie. Also eine Taube ist ein Schwarmvogel und wenn die dann alleine aufgelassen wird, die kreist, die wartet. Okay. Ja, und da habe ich es dann so gemacht, dass ich manchmal dann 5 Minuten gewartet habe. Und dann war es dann trotzdem noch so, dass die Tauben zurückgekommen sind. Und dann war es mir dann aber ehrlich gesagt auch teilweise egal. Und ich habe dann trotzdem die Taube mit rausgelassen. Dann sind sie halt dann zu zweit abgezogen. Während der Saison dann, trainierst du die in der Woche auch nochmal selber? Oder wie machst du es da? Nee, also dadurch, dass wir ja wirklich mit der AV Zwischenflüge machen, zwischen den Preisflügen, erübrigt sich das. Also wir machen immer am Mittwoch nochmal einen Flug von 100 Kilometern im Durchschnitt. Und ja, da versuche ich auch immer dran teilzunehmen und das funktioniert. Sieht die Versorgung bei den Jungtauben vom Schema her ähnlich aus wie mit den Alttauben, was die Beiprodukte angeht und so weiter? Ja, also wenn dann die Saison beginnt mit den Jungtauben, dann ist es eigentlich, dann ist es fast 1:1, dass sie die gleichen Produkte erhalten. Robert, es war ein langer Tag. Ich glaube, wir haben sehr viel über deine Tauben gesprochen. Was hast du denn noch so als Tipp oder Idee für Züchter, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind? Was würdest du den Sportfreunden noch mit auf den Weg geben? Ja, also ich finde es immer ganz wichtig, dass man ein System hat und nach diesem System auch reist. Und das nicht nur ein Jahr, sondern über mehrere Jahre. Und versucht nicht zu viel an dem System zu ändern. Und wenn man sich Tauben dazu holt, dann müssen die Tauben sich dem System anpassen und nicht andersrum. Also es bringt nichts, wenn man versucht, einen Züchter zu kopieren, sondern man muss seinen eigenen Weg finden und danach halt über Jahre seine Tauben selektieren und auch über Jahre an diesem System festhalten. So, liebe Sportsfreunde, ein langer Tag geht zu Ende. Es hat mir hier super gefallen heute. Roberts Frau und Robert waren hervorragende Gastgeber. Ich, Rönfried und Rönfried Insight, Robert, sagen erstmal Danke, dass wir hier sein durften. Danke, dass du so großzügig alles erzählt hast. Ich freue mich, wenn du dieses Jahr wieder sehr gut reist. Wir von Rönfried Insight wünschen euch natürlich erstmal viel Gesundheit, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und wir wünschen euch natürlich ein hervorragendes Reisejahr. Danke, Robert. Ja, Stefan, vielen Dank für deinen Besuch. Also es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. War ja eine tolle Erfahrung für mich. Und ja, ich wünsche auch allen Züchtern viel Freude mit dem Video und
vor allem auch ein gelungenes Reisejahr 2023 und gut Flug.